klopf. Junger Mann, kommen Sie mal aus dem Regen. Kommen Sie mal hier rein. Danke, danke. Sonst laufe ich da rein. Ah, jetzt kommt. So. So, endlich. So. Stress. Was kann ich für Sie tun? Ja, Teller, mein Name. Ach ja, guten Tag. Ach so, ja, stimmt, Ihr Antrag. Also genau. Machen Sie das alleine oder kommt dann noch Ihr Kollege oder? Das kläre ich jetzt alleine. Das erzähle ich schon Kollegen denn alles, was jetzt dann genau ist und dann passt das Ganze. Okay, also. Also, wir wollen den Nachtclub von Vespucci. Nee, Moment, wir wollen im Gebäude. Ah, der Nachtclub. Okay, also Sie wollen eine Cocktailbar öffnen. Genau, so Club mit Cocktailbar halt. Ja. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Startkapital geht auch klar. Müssen Sie dann halt nur, ich weiß nicht, wie Sie das so regeln, aber da müssen Sie halt dann die Hälfte oder so, oder das, wie Sie das halt möchten, dann Ihren Kollegen abgeben. Der wollte auch schon kein Geld für seine Frau, oder der hat doch schon das Geld seiner Frau gegeben. Ja, der will sich irgendwie anders das Geld verdienen. Okay. Ja, passen Sie auf, dann kriegen Sie jetzt... Ja, beweisen das Startkapital mal an. Müssen Sie mal gucken an das Geschäftskonto Gin Lounge Paradise. Müssen Sie mal gucken. So, einen Moment. Das ist nämlich dann einfacher. So. Okay, müssen Sie mal dann eventuell schauen. Ich habe es jetzt zumindest überwiesen. Ja, Moment. Gewerbeschein bekommen Sie auch noch von mir. Da, oh Gott. Da müsste der. Oh, der Herr Wolf müsste aber dann auch nochmal. Sie machen das ja zu zweit. Ja. So, der Herr Wolf müsste dann aber auch nochmal vorbeikommen. Der bräuchte noch seinen Gewerbeschein. Okay, Moment. Oder läuft das jetzt nur über Sie? Oh, gute Frage. Warten Sie mal, ich rufe den mal kurz an. Ja. Der soll dann am besten einfach gerade mal herkommen. Ist, denke ich, das einfachste jetzt. Wo ist er denn? Der Tobias Wolf. Ruby? Ja. Gute, Jacks hier. Servus. Kannst du gerade mal zum Koblenz ins Büro kommen? Ich bin mit dem gerade am Regeln wegen unserem Gewerbe. Mhm. Und da wär's ganz gut, wenn du mal herkommen würdest. Jo, bin gleich da. Jo, alles klar, bis gleich. Jo, bis gleich. Also, er kommt jetzt hierher. Hä? Ja, wenn das dann mit der Homepage fertig ist, sagen Sie mir einfach Bescheid. Sie können ja mal gucken. Beziehungsweise muss ich Ihnen noch direkt sagen. Und zwar müssen Sie sich dann mit der Frau Wolf, aber das müsste der Herr Wolf wahrscheinlich wissen, wegen der Miete dann für das Gebäude einigen. Ja, das kriegen wir schon hin. Das sollte das Problem sein. Das soll das geringste Problem sein. So, schauen Sie mal am besten. Sie haben ja... Wenn Sie hier quasi auf unsere Discord-Applikation gehen, sehen Sie ganz unten ein paar Unternehmens-Internetseiten. Ja. Da ist Eventmanagement und Immobilienwolf. Da würde ich Sie dann halt auch hinzufügen. Ja. Dann wollen Sie das extern machen oder wollen Sie das so wie die Eventmanagement-Agentur? Sie haben
eine externe Seite. Also wie die Frau Wolf dann quasi. Genau. Gut, dann schicken Sie mir das dann einfach alles zu, dann würde ich das dann auch dann noch für Sie einrichten. Ich kann Sie aber schon mal in die gelben Seiten aufnehmen, wenn Sie wollen. Ja, klar. So. Beziehungsweise, wenn Ihre Seite... Nee, machen wir erst, wenn Ihre Seite fertig ist. Ja. Das ist dann wahrscheinlich einfacher. Genau. Aber ich kann Ihnen schon mal den Gewerbeschein ja ausstellen. Genau. So. Wie ist denn der Name vom Nachtclub? Haben Sie da schon was? Ja, also unser Unternehmen nennt sich Chillounge Paradise. So wie das Bankkonto auch heißt. Ah, okay. Moment. Ja gut, hätten wir ja drauf kommen können. Ja, theoretisch schon, aber macht ja nichts. So, Firmengründer sind dann Sie und der Herr Wolf. Genau. Wie heißt denn der Herr Wolf am Vornamen? Tobias. Ah. Ja, bei so vielen Leuten können sich das halt uns merken. Wo bleibt der Vogel eigentlich? Wie war denn? Wird der mit einem oder mit zwei F? Ah, mit einem F, okay. Firmenart. Ich schreibe mal Nachtclub hin. Oder soll ich Bar hinschreiben? Nee, ich schreibe so Nachtclub hin. Okay. Okay, also Ausstellungsdatum ist dann heute. Müssen Sie auf jeden Fall in 2 Monaten dann verlängern kommen, die Lizenz. Also spätestens am 22.08. So, dann haben Sie einmal schon mal den Gewerbeschein. Perfekt. Müssen Sie am besten Rucksack, ob Sie den bekommen haben. Ja, kurz Moment. Ist halt auch noch vorläufig, das wird dann halt alles, sobald das fertig ist, zugestellt. Ja. Wir haben da momentan ein bisschen Probleme mit der Druckerei. Ja, perfekt. Fantastisch. Ja, wann wollen Sie denn eröffnen oder ist das jetzt erstmal noch in der Planungsphase? Das ist noch so weit in der Planungsphase. Das hat sich ja heute erst erinnert, dass wir heute starten konnten, dass wir die letzten Tage nicht so unbedingt da waren, lag es hauptsächlich daran, wenn sie da waren. Während jetzt bin ich schuld. Ja, wenn sie gestern da gewesen sind, schon öffnen können. Gestern einen harten Tag. Mein freien Tag gestern. Wo ist denn dann jetzt? Ich muss gar nicht überlegen, wo ist denn das? In der Nähe vom Strand müsste das genau, ja dann. In der Nähe vom Strand. Ah, okay.
Und der Friseursalon ist da, glaube ich, auch in der Nähe, oder? Ja, genau. Ja. Ah, du bist endlich. Herr Wolf. Servus. So. Also, das Geld haben wir schon aus Firmenkonto überwiesen. Aha. So, dann bekommen Sie jetzt noch Ihren Gewerbeschein ausgestellt. Ich? Ey, ja, wir machen das doch beide, oder? Hey, wieso bin ich denn der Besitzer? Mitbesitzer, wir sind doch Geschäftspartner, oder nicht? Ja, klar, aber du bist doch der Besitzer. Ich bin nur Partner. Brauchst du auch wollt ihr nicht? Mir ist naja, das relativ egal. Drauf an. Ich kann dich auch als Mitbesitzer machen. Mir ist das eine Latte. Also ich sag's mal so, der Herr Teller haftet halt dann für alles. Alleine. Ja, das hat ein Harry so an sich, ne? So. Muss nur mal gucken. Sie haben mir ja, die Daten zukommen lassen. Also, ich habe jetzt bekommen in der Mail von Ihnen Gewerbeanmeldung von Jax Teller und Tobias Wolf. Wir wollen im Gebäude des Nachtclubs so einen Nachtclub eröffnen. Also wie ist das jetzt? Wollen Sie jetzt? Wie läuft das jetzt ab? Sind Sie jetzt beide in diesem Nachtclub quasi angemeldet oder nicht? Ich sag mal so, er ist der Besitzer, aber ich bin halt Partner, also Mitpartner, ja. Aber du brauchst ja nicht auch einen Gewerbeschein. Rein theoretisch dann nicht. Ja gut, dann sind sie eigentlich umsonst hier. Dann muss ich hier nochmal vom Herrn Teller den ändern, weil da habe ich sie jetzt beide reingeschrieben. Das war so die Information, die ich bekommen habe, weil er dann so meinte, ich bin auch auf dem Weg hierher. Also mir ist das Wurst, also mir ist das egal. Ja, lassen jetzt, lassen das so drin. Jetzt haben sie schon drin, jetzt lassen sie drin, das soll ich jetzt anstellen. Ja, mir ist das egal. Er soll mich jetzt anstellen, er ist mit Besitzer. Du bist der Besitzer. Ja, du stehst mit drin. Ja, ist Punkt mir jetzt aus, egal. Fertig. Dann steh ich auch irgendwo drin. Du stehst mit deinem Namen, wie der Herr Hipp. Der Klaus Hipp. Dafür stehe ich über deinen Namen. Ja, wenn Sie sich das anders überlegen, können Sie immer noch zu mir kommen. Ja, ja. Du weißt, was ja, ja heißt. Das kannst du so wie alles immer. So, dann haben Sie auch hier einen Gewerbeschein. Danke. Und wie gesagt, habe ich schon dem Herrn Teller alles gesagt, wenn Sie dann loslegen, wenn das mit der Homepage in allem steht, dann geben Sie mir Bescheid, dann werde ich Sie dann auch in die gelben Seiten aufführen. Alles klar. Ja, gut. Haben Sie sonst noch was, oder? Nee. Wird mir jetzt wieder vorgeworfen, wenn ich mal einen freien Tag... Ja. Herr Copeland, was sind Sie denn so gereizt? Ja, der Herr Teller hat mir vorgeworfen, ihre Eröffnung hätte daran gelegen, weil ich nicht da war. Jetzt bin ich da und jetzt erzählt er mir immer noch von wegen, ja, das geht dann irgendwann los. Also rein theoretisch, wenn das an mir lag, hätte es jetzt rein theoretisch sofort losgehen können. Nur mal so als Hinweis. Also kann ich da gar nicht so der Hauptschuldige gewesen sein. So sind die Leute vom Amt, die sind immer unfreundlich hier. Ja, ja, auf jeden Fall. Was heißt denn hier unfreundlich? Ich krieg gesagt, Herr Copeland, wir hätten eigentlich schon angefangen, aber Sie waren ja gestern nicht da. So, jetzt bin ich da und ich krieg gesagt, ja, das geht dann in den nächsten Tagen los. Weil wenn es ja rein theoretisch jetzt losgehen könnte, hätten Sie mir jetzt schon die Internetseite geben können, hätte ich alles anlegen können. Dann ja, aber entschuldigen, Herr Copeland, Sie regen sich ja jetzt so auf und nicht wir. Nein, der Herr Teller hat sich eben aufgeregt, der sich jetzt hier wegschmeißt wie eine Mülltüte. Wenn Sie ja gestern schon dann, hätten Sie mir das gestern dann genehmigen können. Hätte ich bis heute die Internetseite alles fertig gehabt. Hätte auch ja, Sie hätten die Internetseite können. Ja schon provisorisch fertig machen können. Ja, aber Entschuldigung. Müssen, wenn Sie hätten. Ja, Herr Copeland. Warum soll ich es denn nicht genehmigen? Ja, keine Ahnung. Herr Copeland. Ja, bitte. Leider ist der Link abgelaufen, deswegen müssen wir leider einen neuen erstellen. Ach so. Deswegen klappt das heute nicht. Aber so, ja, das ist ärgerlich. Ah, ja, okay. Ja, ja. Muss man erst beim Provider an. Wissen Sie, die Leute vom Amt, die sind ein bisschen strukturierter drin. Ja. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Dann lieber nichts zu Weihnachten. Ja. So, kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein, danke. Ich meine,
Es hat aufgehört zu regnen, jetzt können sie ja wieder sich ins Getümmel stürzen. Juhu! Ja, lieber ins Getümmel stürzen, als hier die vier Wände anzubegucken. Ne? Entschuldigung, ich habe wenigstens Obst hier im Haus. Es ist Obst im Haus. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was sie hier im Haus haben. Ja, das stimmt leider. Aber ich ziehe bald um. Ach so, okay. Wohin geht's? Sag ich Ihnen nicht. Nicht? Ich krieg's aber eh raus. Ja, ich weiß. Da muss ich mich mal mit Ihrer Frau unterhalten. Wieso das denn? Ja, weil die logischerweise wahrscheinlich sich eher hier mit guten Locations auskennt, wo man eine Bürgerverwaltung besser planen könnte. Oder aufschlagen könnte, damit das nicht eskaliert, damit hier nicht hier... Ist der noch da, hier, der Security? Der ist anscheinend nur da, wenn es dunkel ist. Hier ist vorhin eskaliert ohne Ende. Okay, krass. Ja, auch mit deiner Frau, Tobi, mit dem müssen wir gleich auch noch reden. Mhm. Und wir haben gleich schon einen Termin bei Telefon und Partner. Wieso das denn? Ja, weil wir mit denen auch in die Operation eingehen. Da hab ich schon den Tag erzählt. Ja, das hab ich gehört, ja. Die muss ich jetzt auch gleich noch anrufen. Ja, gut, also wie gesagt, dieser Herr Peters, ey, das ist ein ganz linker Vogel, ey. Wieso das? Warum? Ja, das ist ein ganz linker, der wusste noch nicht mal, wer ich bin. Ja, ich kann mir auch nicht alle Namen merken. Ja, deswegen haben sie mich direkt mit Herr Wolf angefragt. Angeredet. Ja, aber ich wusste den Vornamen nicht mehr. Nicht? Nee. Tja, dann hätten sie wahrscheinlich mal auf mein Nummernschild gucken sollen. Wie machen Sie das denn, wenn Sie den Namen von jemandem nicht kennen? Gucken Sie dann aufs Nummernschild? Sicher. Ja, ich mach das nicht. Ich sitze da nicht so, oh, wie könnte der jetzt heißen? Lass mal nur nachdenken. Oh, lass mich mal aufs Nummernschild gucken, dann weiß ich es bestimmt wieder. So, also na gut, wie gesagt. Also ja. Wenn Tobias auf dem Nummernschild steht, dann nenne ich bestimmt meine Oma. Vielleicht heißt sie ein Kaninchen so, ich weiß es ja nicht. So. Wie gesagt, ich muss jetzt noch ein bisschen. Ich will sie ja jetzt nicht rausschmeißen, weil ich muss noch weiterarbeiten. Sie haben ja auch wir haben auch noch Termine. Dann noch einen schönen Tag, Herr Copeland. Ja, gleichfalls. Tschüss. Dann, tschüss. Ach so, Herr Copeland. Ja. Essen Sie mal einen Snickers. Eieieiei. Cage. Ja. Wo bist du? Was hast du denn da schon wieder gemacht? Ich? Nee, der Cage. Ich hab mich umgeschaut. Der Vogel da. Ich hab schon wieder nach Autos in den Clown tanzt. Nein. Alter, Tobi, der Brille, müssen wir dir erzählen von gestern. Wir haben den auf so einen Burner gerissen, der Cage, nicht gestern. Was denn? Hey, wir sind ein bisschen durch die Gegend gefahren und haben dann hier beim Büro vom Telefon und so weiter. Hier gesehen, da steht jetzt auch von diesem Müller und hier von dem Lamborghini-Typ, der grüne Lamborghini. So. Ich hate es jetzt. Was ist mit dem Lamborghini? Ich hätte Lance Lamborghini, wie er auch immer heißt. Fährt so ein grüner Lamborghini. Ich bin der Weihnachtsmann. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Der Cage schon das Auto auf. Das Auto war auf. Lass mal das Auto klauen. Auto in der Seitenstraße gestellt. Standen doch die Autos hier vom Telefon und so weiter rum. Autotelefon auch offen. Wir sind näher gestellt. So, der Rückgang kommt der Lamborghini raus. Zerstört also das Auto von den Müller. Wir dann weg, um die Ecke gefahren, wieder gekommen. Der Lamborghini steht nicht mehr da. Das Auto vom Telefon aber auch nicht. Irgendwann so zu Bier gefahren. Guckt, dann geht's da auf einmal so eine Treppe rechts runter. Der stand völlig zerbeulten, zerdellt und am Rauchen das Auto vom Telford. Das war so eine Schlägerei zwischen den beiden gegeben, weil wir Telford angucken, wie dein Auto steht hier. Und der den Lamborghini verdacht hatte, der nur gesagt hat, nein, das war ich nicht. Das war Schlägerei gegeben zwischen denen. Zu geil. Gut. Ja. Fahren wir jetzt erst zu deiner Frau. Weißt du, wo die ist, Tobi? Nein. Gut, schlecht. Das ist deine Frau. Ja, ich hab dir keine Fußfessel angebracht. Die ist frei am Laufen. Das ist eine gute Idee.
Ich schreibe der mal. Ja, weil dann Handy. Jetzt erst der fahren und dann zu Telefon. Handy habe ich dir gerade noch so gegeben, das war kurz knapp. Ui. Schreibst du hier, hast du deine Fußfessel wieder abbekommen? Wo bist du? Ja, ja. Da ist er drin in den Schuppen. Ja. Ja, hier, der Copeland. Ach so. Guck mal, der muss sogar noch bewacht werden von so einem Lelek. Tja, siehst du. Also ein Büro hätte ich auch mal gerne. Schade, dass das keine Anhängerkupplung hat. Dann würde ich den mal durch die Gegend schieben. Hier ist er. Das hat der Rücken auch gefasst. Was soll denn hier das Gelächter? Kannst du was für sie tun? An den Wohnwagen wollen alle die Rupplung drin machen. Oh. Eine Anhängerkupplung. Ich ziehe ja bald um. Einen Wohnwagen machen, damit, falls wenn sie da drin sind, wir sie mal ja, das anhören. Ist genau wegen so Leuten wie ihm. Deswegen steht das Ding, wahrscheinlich ist die Anhängerkupplung da vorne. Das ist alles für die Sicherheit. Ja, gehen Sie mal gucken. Ich sehe halt nicht. Die Hecke doch nicht. Das ist doch gar keine Anhängerkupplung. Das ist halt auch ein neumodisches Fahrzeug, die fährt auf Knopfdruck aus. Ui. Ja, dann drücken Sie mal den Knopf. Nee, ich hab den leider nicht. Hab ich verloren. So. Das Büro ist nur gebietet. Dann tut's mir leid für Sie. Schade, ja, dass Sie nicht abschleppen, wenn Sie nur liegen bleiben. Wo soll ich denn liegen bleiben? Ich bin doch hier. Wie soll ich denn liegen bleiben? Ja, hier ist doch der offizielle Ort. Warum soll ich... Ja, keine Ahnung. Der Wohnwagen steht auch schon ziemlich hier, der lange hier, ne? Das ist kein Wohnwagen, das ist ein top ausgestattetes Büro. Mit Bananen. Und Rädern. Ja, guten Tag. Aber guck mal, Hier ist doch, glaube ich, das Fenster von dem sein Büro, oder? Sag mal, die Frage ist, wurden hier auch andere Dinge gedreht oder ist das wirklich ein Büro? Ja, keine Ahnung, ich habe eben schon gesagt. Das wissen ich wollt? Kann ich jetzt noch für jemanden hier was tun oder? Nee, wissen Punsch ist jetzt nicht. Jeder genug über die Person gespottet, die für alles verantwortlich ist, vielleicht Hilfe der Person wollen. Also, ich sitze am längeren Hebel. Keller. Ja, jetzt, Herr Copeland, jetzt auf Jack. Einmal haben Sie den Hebel noch in der Hand. Oh, ich hätte gesagt, wir wissen doch alle, was hier gedreht wurde. Ein paar unanständige kleine Filmchen. Auf jeden Fall, gucken Sie die Hauptrolle. Ja, nee. Jetzt weiß ich, ob die Anhängerkupplung nicht mehr da dran ist. Ja, mir wird das jetzt zu doof, ich fahr jetzt nach Hause. Nee, ich glaube, die Herren Peter, Spirit und Telford wollten was von Ihnen, glaube ich. Ja, das hätten sie sich überlegen sollen, bevor sie Späße über mich machen. Wir wollen nichts. Wir wollen was von dir, du Vogel. Genau. Ja, ich denke, der Kumpel von Ihnen, der wollte euch anrufen, was mit das zu tun hat. Er hat mich schon angerufen. Deswegen wissen wir ja, dass du da bist. Genau. Schön. Wir wollten jetzt eigentlich zu Frau Wolf. Tobi, hast du eine Frau erreicht? Die ist im Büro. Ich glaube, wir haben den Typ von der Stadt jetzt angerufen. Der arme Copeland. Wie war denn das Gespräch mit dem Herrn Copeland? Das war lustig. Halt. Ich hab das also schwer jetzt zu Frau Wolf gefahren, denn das mit der Immobilie geklärt. Sag mal, müssen wir wegen dir, Vogel, jetzt Miete zahlen? Was ihr? Nein, ich. Ihr für euch also, wahrscheinlich ja. Aber wer von euch hat das mit der Miete angesprochen?
Ey, wir haben jetzt eine Immobilie, wir haben schon länger eine Immobilienmaklerin hier, wo man theoretisch Miete bezahlen muss für ein Gebäude. Die sind ja auch doof. Die haben ja nicht das abgemacht, was ich mit dem Copeland abgemacht habe. Ist das Casino ja da, gehört es ja direkt mir. Ihr müsst das Kleingedruckte lesen. Ich lese Kleingedruckte, ich kann nicht lesen. Das merkt man. Ey, du hast noch was. Normal ja. Klatschen in der Schule. Es heißt nicht lesen, sondern lesen. Aber was, wenn man von dir kleinen Ganoven schon. Das? Aber. Können wir jetzt bitte. Ja, atmen, sie müssen atmen. Ich kann sagen, wenn sie weitermachen, brauchen wir, wenn du weiter so machst, brauchen wir doch noch einen Sanitäter. Den hätten wir eben auch schon gebrauchen können, Herr Cage. Ja. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach gleich mal einen Termin machen und ihr fahrt jetzt mit in einer halben Stunde. Ich schnitze von Wolf. Das klären und vielleicht mit Auto noch reparieren und dann. Wir können doch gleich direkt mit zur Frau, Wolf. Wir müssen ja auch was klären mit der. Stimmt schon, ja. Wir haben einen großen Wagen. Fahrt doch bei uns mit. Ja, wenn wir fahren, da kann ich gerade weiterfahren, dann. Ich muss den Auto immer reparieren. Von daher. So, was hast du eigentlich an? Vor allen Dingen warst du beim Friseur oder was? Tut mir leid, du siehst scheiße aus darin. Ja, du auch. Das weiß er schon. Es ist das so, weiß ich schon. Ich sehe jetzt scheiße aus. Du siehst immer scheiße aus. Ja, bei der Brille würde ich nicht so große Töne spucken. Klar. Böse also, Menschen. Also, ich würde jetzt mal sagen, ihr könnt alle Sonnenbrillen tragen oder so, aber keine sieht so stylisch aus wie meine. Böse Zungen würden behaupten, im Gegensatz zu euch zwei Heinis. Recht bei uns das Wechseln von Klamotten. Findet hier im Staat mal einen Schönheitschirurgen. Viel Spaß. Wünsche ich dir auch. So, wir sehen uns dann in einer halben Stunde, ja. Jax. Cage, steckst du ein? Bist du mit? Ja, ja. Weil Ezi musst du ja vorwärts kommen, dein Auto ist ja noch kaputt. Er hat abgeschlossen, er hat dazugelernt. Deine Heckscheibe ist auch kaputt. Ja, ich weiß, dass meine Scheibe kaputt ist. In mein Wagen. Geht doch! Kann mal gegen die Tür treten, ist auch ein Schlüssel. Ja, dann, ey.